Hallo Schabenfreunde und willkommen zu einer neuen Folge Cockroach TV. Diesmal wieder mit einem Haltungsvideo. Und zwar geht es heute um die Leuchtschabe Lucy Hormetica Verrucosa Grosse und Succinta. Also fangen wir nun mit der wohl am häufigsten vorkommenden Leuchtschabenart an, und zwar die Lucy Hormetica Verrucosa. Lucy bedeutet aus dem Latein ungefähr so weit übersetzt wie Licht, denn die Tiere können auch wirklich Licht erzeugen in der freien Wildbahn. Ich zeige es euch jetzt mal, zumindest weiß ich das von den männlichen Tieren. Hier haben wir jetzt einmal ein Lucy Hormetica Verrucosa Männchen durch diese zwei Leuchtorgane, diese hellen Punkte, da können die dieses Licht erzeugen. Ob das jetzt durch bestimmte Nahrung hervorgerufen wird oder durch eine Bakterie, da streiten sich immer noch die Leute drüber. In freier Wildbahn ist das aber nicht, in Gefangenschaft ist das leider nicht der Fall, dass die Tiere leuchten können, was sehr, sehr schade ist. Also bei allen drei in der Zucht, bei allen drei Arten, die in der Zucht sind. Aber sind trotzdem wirklich schöne Tiere, können bis zu 4,5 cm groß werden. So, also schauen wir uns mal das Bodybox für die Tiere genauer an. Und zwar haben wir hier jetzt einfach normal Erde-Kokoshumus gemischt. Tiere leben vorwiegend vergraben. Das hier, kann ich mir jetzt. Wie gesagt, die Tiere leben vorwiegend grabend. Die Tiere sind vorwiegend nachtaktiv, so sehen die Mädels aus. Adulte Tiere haben diese Deckflügel, die sie aber in keinster Weise zum Fliegen nutzen können. Und die Mädels oder die Weibchen haben auch nicht diese Leuchtorgane. Die Leuchtorgane können auch richtig schön orange werden. Je nachdem, was man den Tieren zu füttern gibt. Denn bei ziemlich karotinhaltigem Futter werden diese Leuchtorgane bei den Tieren bis zu einem richtig schönen, kräftigen Orange. So, ich halte die Lucy Hormetica Verrucosa recht feucht. Bitte achtet drauf, das ist keine Anleitung, wie ihr es unbedingt machen müsst. Ich halte sie so, wie ich es am besten ausprobiert habe. Ich habe sie versucht, ein bisschen trockener zu halten. Ich halte sie aber lieber ein bisschen feuchter. Da ist einfach der Nachzucht oder die Nachzucht bei mir am erfolgreichsten, muss man sagen. Wie gesagt, ein Erde-Sand-Gemisch. Ich halte es doch alles relativ feucht. Habe jetzt aber auch kein Hygrometer drin. Ich habe das halt eben so, dass wirklich die Scheiben oder der Box doch recht beschlagen sind. Ich habe eine Heizmatte dran, so dass ca. 25-26 Grad in der Box selbst drin sind, und da habe ich, wie gesagt, wirklich die besten Zuchterfolge mit den Tieren. So, also wie ihr hier nochmal sehen könnt, machen wir das Licht an, so, da könnt ihr ein bisschen mehr sehen, einmal durch die Erde gegraben. Und dann sehen wir hier auch die ganzen kleinen Tierchen, wie sie da drin rumkrabbeln. Ansonsten gibt es da soweit nicht viel weiter zu sagen. Ne? Wichtig halt eben auch Versteckmöglichkeiten, ab und zu auch Proteine. Und wichtig halt eben, wenn du wirklich schöne, knallige, orangene Leuchtorgane bei den Menschen haben wollt, bei den männlichen Tieren, dann auf jeden Fall viel karotinhaltiges Essen. Und am besten eignet sich da einfach Möhre. Süßkartoffel würde ich eher weniger nehmen, weil Süßkartoffel ja viel Stärke enthält und das entzieht der Feuchtigkeit wieder. Ne? Das war es erstmal soweit zu den Lucy Hormetica Verrucosa. Schauen wir doch mal weiter zu der nächsten Art. So, von der Größe der Becken hier, oder der Kisten, der Terrarium, wie ihr sie halten möchtet, reicht ein 30er Würfel komplett aus. Ne? Circa paar 10 oder 3-4 cm Substrat. Wie gesagt, ich habe Erde-Kokoshumus gemischt. Und
Ich halte das alles relativ feucht. Als Beifutter könnt ihr auch immer noch ein bisschen Lauch mit anbieten. Das könnt ihr aber auch bei jeder Schabe machen, denn das wird immer ganz gerne angeknabbert. Wie ihr hier zum Beispiel bei den Subkinta sehen könnt. Lucia Medica Subkinta. Die kommt aus, jetzt lasst mich kurz überlegen, Kolumbien. Die Lucia Medica Vero Cosa kommt aus Venezuela und Kolumbien. So, wenn wir hier sehen, schon sehen könnt, die angefressenen Karottenstücken. Das angefressene Lauch. Und dann gucken wir mal unter den Kokosnusshälften. Genau. Und hier haben wir schon das ganze Gewusel da drin. Ja, wie sie sich alle drin versteckt haben. Schauen wir jetzt mal hier. Zack, von der Kollege. Dass wir uns so ein Tierchen mal genauer anschauen können. Ja, Haltungsbedingungen. Oh, ich halte die Tiere ganz genauso wie die Lucia Medica Vero Cosa. Also relativ feucht. So, wie ihr sehen könnt, der Unterschied zwischen Vero Cosa und die Subkinta. Die Tiere haben, haben hellere Deckflügel. Ob die Tiere, die Vero Cosa und die Subkinta, ob die Tiere sich untereinander vermehren können, weiß ich nicht. Ich habe es aber auch nicht ausprobiert. Ich möchte es aber ehrlich gesagt auch nicht ausprobieren, da ich auch eher ein großer Freund davon bin, die Tiere in ihren so einzeln in der Art zu halten. Und wie ihr auch hier nochmal sehen könnt, sehr, sehr schöne orangene Leuchtorgane. Also, da gab es viel Mörbe zu futtern. Die Haltungsbedingungen bei der Lucia Medica Subkinta sind da genauso die gleichen wie bei den Vero Cosa. Also da auch keinerlei großen Unterschiede, dadurch, dass sie auch sich einfach fast den gleichen Lebensraum in Kolumbien teilen. Also, da gibt es keine Unterschiede. So, dann auch da nochmal von der Größe des Beckens her nimmt es halt mit den Arten genauso alle gleich. So, weiter dazu und weg. Und kommen wir nun zur letzten Art, die es im Hobby in der Zucht gibt. Die Lucia Hermetica Grossei. Die wurde im Jahr 2003 von Ingo Fritsche beschrieben. Ich glaube, Ingo Fritsche ist für viele von euch ein Name, denn ne, ich glaube, Snail Express heißt sein Laden, beziehungsweise sein Unternehmen, wo er ja auch viele Wirbellose angeboten hat. Und mittlerweile ist er ein bisschen umgeschwemmt auf Bürokratie. Aber er hat zum Beispiel, wie gesagt, die Lucia Medica Subkinta, nee, Quatsch, Grossei, 2003 beschrieben oder halt eben auch zusammen mit Oliver Zompro die Thyrea Urangini, also die Fragezeichen-Schabe. So, gleiche Haltungsbedingungen jetzt auch bei den Lucia Medica Grossei. Dann schauen wir mal nach, ob wir hier ein adultes Tier finden. Das hier ist eine Nymphe. Die hat ja nicht wirklich Lust. So, wieder rein mit dir. Wir wollten aber jetzt mal ein adultes Tier suchen. Und da haben wir zum Beispiel ein adultes Weibchen. Ja, bei Unterschied sieht man hier doch nochmal bei dem Grossei eindeutig, die Deckflügel sind ein wenig anders, aber sind länger als bei den Vero Cosa. Und hier auch nochmal bei den weiblichen Tieren leicht zu unterscheiden. Die zwei Glowing Spots, die auf dem Pronotum fehlen. Auch hier sind wieder die Haltungsbedingungen die gleichen wie bei Vero Cosa und Subkinta. Also etwas feuchter halten, ja, ca. 25 Grad. Und dann gibt es da auch keine Probleme mit der Nachzucht. Die Grossei ist allerdings ein bisschen schwieriger zu bekommen, muss man ehrlich sagen, denn dadurch, dass sie auch recht spät ins Hobby gelangt sind, in Nordamerika zum Beispiel noch gar nicht, sind sie recht teuer,
wenn man sie überhaupt bekommt. Na, also da ist es wirklich noch schwierig. Deswegen hoffe ich wirklich bei den Crossey, dass da bald Nachwuchs kommt. Dazu müssten aber mal langsam ein paar männliche Tiere adult werden. Interessant ist auch, was ich jetzt noch ganz gerne anfügen möchte, es gibt eine Trennung bei Lucy Hormetica und es gibt dann noch eine andere Art Hormetica. Lucy, wie ich am Anfang des Videos gesagt habe, bedeutet ja so viel wie Licht. Hormetica entsprechend nicht, auch da wurde der Name geändert. Es gibt aber da bei den Hormetica Levigata, eine schöne Art, die ist ganz, ganz golden. Das Bild blende ich euch jetzt mal ein. Leider sind diese Arten, oder ist diese Art, diese Hormetica Levigata, nicht im Hobby vertreten. Das war das Haltungsvideo zu den Lucy Hormetica Arten. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, teilt das Video fleißig, schreibt mir unten in die Kommentare rein, welche Lucy Hormetica Arten ihr alle habt. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ach übrigens, eine Sache noch, noch 7 Abonnenten bis zur 250 Abo-Marke. Also auf jeden Fall, teilen ist da definitiv erwünscht, sodass wir wirklich bald die 250 Abos erreichen. Dann gibt es nämlich die Roomtour. Alles klar, dann danke nochmal fürs Zuschauen. Wir sehen uns, bis bald und ciao, ciao.